30 Mark und Flauschhalb. Was machen wir? Wir beteiligen uns an Lagerleben bei historischen Veranstaltungen. Wir haben zum Beispiel auch ein Schaufelspektakel in Schwäbisch-Gmünd. Wir sind auf Schloss Elberlin. Auch weiter weg besuchen wir Leute und beteiligen an Lagerleben. Man sieht, es geht alles recht historisch zu, aber ohne Mampf kein Kampf. Also, Stolkung war schon früher wichtig und heute auch. Uns wird immer mal wieder ein Magen. Wir haben einen sehr guten Koch, der uns dann immer mit Essen bei Laune hält. Musik soll auch nicht fehlen, weil nicht nur Essen hält leider seltsam, sondern auch gesellige Runde am Tisch. Wir haben Antworten dabei, die Kettengeflechte, das was ich da anhabe zum Beispiel, sowas machen die vor Ort, zeigen das den Leuten. Die Leute dürfen das auch selber mal ausprobieren, stellen Schmuck her aus diesem Kettengeflecht, reparieren unsere Kettengeflechte. Und ein weiterer Handwerker ist Bogenbauer, der zu unserer Gruppe gehört. Der zeigt den Leuten dann, aus solchem Holz man einen guten Bogen zusammenstellen kann, was man für alles braucht, wie das geht. Und die Leute können dann natürlich auch diese Bögen, die er selber gemacht hat, dann bei uns am Schießstand ausprobieren. Ein weiteres Highlight, viele kennen den Volkerot, gehört zu unserer Gruppe als Falkner. Und wir, wenn wir gebucht werden, gucken, dass wir die Falkenartung mitnehmen, weil es immer eine Attraktion ist, Leute Flugvorführungen in Falken zu zeigen. Und natürlich, die Vögel sind bei uns im Lager, die Besucher können dort hingehen, können die Vögel anschauen. Allerdings, wenn der noch gleich rumkommt und wo sie im Bus ist, haut es gefährlich. Aber für den Hund. Die Wilder Flochburg, wir sind eigentlich eine richtige Schauplatzgruppe. Wir werden auch im Recht als solche gebucht von Mittelaltermärkten. Schaukampf, sagt der Name schon. Wir hauen zwar wirklich zu, aber alles mit Maß und Ziel und vor allem, wir achten auf unser Gegenüber. Unsere Kämpfe haben ein Motto, in der Regel kämpfen wir um Ehre und Gerechtigkeit, wie es immer so schön auch aus den Filmen heißt. Da fällt mir zum Beispiel eine schöne Geschichte ein. Wir waren in Elberlin, ich weiß, vor zwei Jahren war es, ich glaube, auf Schloss Elberlin hat man da Mittelalter mal gemacht. Und hier sieht man es auch, das Wasser da weggetragen. Der Wirtshausstreik begann und wir sind dann auf den Plan gegangen und haben uns die Schau und die Ohren geschlagen, als plötzlich eine Frau rief, wir sollen jetzt endlich aufhören. Was uns denn einfällt, wegen so einer Lappalie hier so einen Schrein vom Zaun zu bringen, wegen einer Taverne hier und wegen dem Bier. Bis wir die Frau dann aufgeklärt haben, die wollte dann die Polizei holen. Bis wir die Frau dann aufgeklärt haben, dass das hier zum Programm gehört und dass eigentlich alles nur eine Show ist. Ja? Aber so weit kommt es und das bestätigt uns natürlich wieder, dass unsere Kämpfe nicht von schlechten Eltern sind. Und das freut uns natürlich umso mehr. Was wir natürlich auch noch machen, sind die Kinder mit einbeziehen. Oder wenn wir solche Geräte wie hier diesen Schlagbalken finden oder andere Kindergeräte, sind wir natürlich zu jedem Spaß bereit und setzen uns natürlich auch mal auf so einen Schlagbalken und tauschen das Schwert gegen den Strohsack. Wenn es das dann zu langweilig wird, dann sitzt man halt auf dem Schlagbalken und sieht das Schwert und fängt dann so an. Die Kämpfe sind natürlich trotzdem gefährlich. Das heißt, wir müssen jede Woche trainieren und die Schläge, nicht dass es jetzt falsch verstanden wird, es ist keine Choreografie, die da drin steckt, sondern die Schläge sind, wie sie damals waren und ich bringe den Schlag und mein Gegenüber muss den Schlag auch noch reparieren. Wir bieten Geschichte zum Anfassen für Schulen und Kinder, wir dürfen das mal auch in Kinder- und Grundschulen und machen dann Vorträge zum Ritter, wie wird man Ritter, was war mit dem Pagen, wann wurde man Knabe und was muss denn der Ritter wirklich alles tun. Die Kinder dürfen dann die Kettenhemden anprobieren, Helm aufsetzen und den Helm aufsetzen dürfen auch unsere Mitglieder, wenn sie dann zum Ritter geschlagen worden sind. Wer zu uns kommt, ist nicht gleich Ritter, sondern er muss sich wirklich beweisen, er muss den Umgang mit Schwert und Schild lernen. Und wenn er das kann, also fast wie früher, dann wird er zum Ritter geschlagen. Dass uns der Spaß nicht ausgeht, sieht man an diesen Bildern. Im Lager geht es immer relativ lustig her. Wenn auch Leute kommen, das ist uns relativ egal, wir klären die Leute auf, was mittelalterlich passiert. Aber wir machen dann durchaus solche Späße. Unsere Musikanten sind sogar heute im Publikum, das freut mich sehr. Und wenn Sie mehr von uns sehen wollen oder uns mal wirklich live erleben wollen, dann kommen Sie noch aufs Schulfest, 13. oder 14. Da steht Juli, das ist Schweiz.
13. Jedes Mal winken, oder sie kommt auf Schluss 11 an. Und dann bleibt nur noch zu sagen, ihr habt euch wohl, möge die Sonne gestanden, der Mond.